Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge angespielt. Heute My Colony. Ebenfalls ein Spiel, welches damals nicht mit der BlueStacks-Version kompatibel war. Mittlerweile aber schon. Das Spiel scheint immer noch irgendwie so in der Beta, im Early Access zu sein, Version 0.97. Ja. Online-Game, Multiplayer-Region, Local-Game. Und Creative Mode. Wir nehmen mal Local Game mit. Also ein Spiel für uns. United Earth, The Lark Empire, League of Independent States oder Alpha Draconians können wir uns als Zivilisation auswählen. Sind das Zergs? Wahrscheinlich schon mal. Ah, hier sind Reptilien, das ist auch cool. Nehme ich mit. So, nehmen wir eine Wüstenwelt, an der Wasserwelt eine. Abandoned ist halt verwaist und Lava-Welt, was ist denn für Reptilien ganz gut? Wasserwelt, wa? Difficulty Medium, Abandoned World ist Difficulty Hard, Lava World ist Difficulty Death. Nehmen wir die Wasserwelt. Single City oder Region? Start in a single city game, you pick the what size map you want at the Abandoned. Start in your region, a region consists of many small cities built next to each other. Requires Premium, kann ich also ähnlich nehmen, okay. Colony Name, Test, Map Size, Small, Resources, Normal. Er musst du erstmal so viel einstellen, bevor du überhaupt spielen kannst. Atmospheres Level are now similar to Death on Earth, allowing regular outdoor activity. Das heißt, wir können also ebenfalls draußen wie auf der Erde sein. Weil die Atmosphäre so geschaffen wurde. Zeigst du mir ein bisschen zum Spiel oder nicht? Na gut, dann probieren wir mal ein bisschen rum. So, hier sind wir. Helpful Tips. Destroy the selected object, display the construction. Okay. Ich glaube, unten konnte man was bauen. Ne? Ein Sklaventor? Location blocked. Dillim, dim, dillim. Na komm, wir müssen natürlich auch das Ressourcen später abhacken. Ne? Low power, ich habe keine Energie. Oh nein. Stop it. Wo sind meine People? Keine Technologie derzeit verfügbar. Ha, Kaminträume. Ja, das muss sein, ne? Hier ist Stein oder Lehm. Huch! Wo bist du denn hin? Begin construction for another object of this type. Activate or deactivate. All Buildings. Ich glaube, ich habe mein Links gekillt, ne? Deswegen kann ich nichts mehr bauen. Restart! Ich habe doch keine Einheit mehr gehabt. Guck mal, das sind People! Ich habe sie gefunden. Hire. Ich kann sie anheuern. Das kann ich beim anderen nicht, ne? Ist das jetzt meiner? Select Place of Employment. Dann müssen wir das irgendwie so einen Arbeitsplatz bieten oder was? Kann ich auch noch nicht. Dann cancel. Exit. Schön hinrichten lassen. Solarpanel. Auch geil. Location blocked. Ach, guck mal, da ist mein. Ein Lander. Was hat für die Stromproduktion?
ich soll die SM Vehicle Factory bauen. So, den mache ich dann einfach mal. Da kommen gleich zwei Wagen dahin. Doppelt so schnell. Faszination Feuer live erleben. Ja, display the resource import option. Alter, das Spiel ist total komisch. Was ist das hier? Ah ja. Ja, verstehe ich natürlich. Pflanzen wir ja theoretisch neue Bäumchen an, oder wie? Er hat einfach mal Bäume gebaut. Wir haben hier noch ein Materiallager. Das ist schon mal ganz praktisch, das ans Wasser zu machen, damit das ja immer schön trocken bleibt und so weiter. Was steht hier? All buildings, all vehicles. Achso. Ein Ohrminer. Hoch, nicht zwei. Hm, okay. Kannst du das abbauen? Er hat sich gerade bewegt, ich hab's gesehen. Oh mein, extract raw ore from the ground, use your rovers to harvest. Ach, jetzt muss ich auch noch was extra bauen oder was? Eieieiei. Heißt, das Ding kann extra nochmal, hat extra nochmal noch ein Baumenü. Kannst du nur so bauen, ne, oder? Oh. Das habe ich mir irgendwie befürchtet, dass er alles gebaut hat. Kann ich das irgendwie mal abbrechen? Eins reicht, ne? Wir brauchen nicht so viel. Eine Erzmine. Dann sammeln mal. Was soll ich dazu kommen? Raw Materials deponiert, habe ich hier hinten. Aber das ist wahrscheinlich zu weit entfernt, wa? Da ist irgendwas. 6413, ich glaube, das hat sich gerade geändert, wa? Ne, das hier oben ändert sich. Ah, weil ich hier was verbrauche die ganze Zeit. Hm, aber hier seht ihr auch. Ohrmein. Harvesting, okay, da steht schon Harvesting. Ne, ihr seht hier. Oh, jetzt ist Idlen. Idlen. Harvestet beide mal bitte. Okay, der ist Harvesting, der ist auch Harvesting. Ne? Harvesting bedeutet sammelt, oder ne, sammelt halt gerade. Dieses Spiel gefällt mir überhaupt nicht. Sorry, das scheint leider so. Muss ich ja halt so sagen, ne? Win 2. Ich glaube, wir haben gerade was bekommen. Ein Wasserbot. Wasserboot. Alien Technology haben wir nix. Durable Goods haben wir nix. Entertainment haben wir nix. Housing haben wir auch nix. Waste Management, Terraforming, alles nicht da. All Workers, All Tech, nee, All Buildings, ein Greenhouse, ein Gewächshaus wird es sein. Wo wir wahrscheinlich Pflanzen anpflanzen können. Structures require power to operate. When you have enough, or you should construct a solar panel to keep the lights on and test too. Das heißt, wir brauchen hier das Solarpanel. Wir bauen da oben einfach nochmal eins hin. Auf das Ding drauf, geht das? Wahrscheinlich nicht. Wie kann ich das verknüpfen? Hat keinen Strom, ne? Ah, Premium. Nein. Jetzt ist Strom. Ja. Denke ich, dass Strom haben, oder? Sieht so danach aus. Okay, was ist das Sinn dieses, was ist der Sinn dieses Spiels? Ich glaube, lokales Spiel ist einfach nur super, super öde, weil du kannst einfach nur, finde ich, ein bisschen spielen. Return to Title, New Colony, Online Game. Oh, nö, ich will keinen Account dafür kreieren. Naja, dann halt nicht.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das gewesen, angespielt zu My Colony. Ich habe den Sinn nicht so richtig verstanden vom Spiel. Scheinbar ist es einfach nur eine Simulation, wo du einfach ein bisschen was bauen kannst. Keine Gegner, kein Ziel, kein Tutorial hat auch, ne? Und falls man Multiplayer spielen möchte online, muss man sich leider einen Ape Apps Account machen. Ich bin ja überhaupt gar kein Fan davon. Wenn ich 1000 angespielt zu machen, müsste ich mir gefühlt 500 Accounts erstellen. Da habe ich irgendwie nicht so drauf Lust. Aber wir haben auf jeden Fall sehr schöne Werbung hier für Hark Kamine gesehen, 10 Minuten lang. Strange. Aber gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mal gespielt, Leute. Das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.